Ah, da sind wir jetzt endlich auf dieser Insel, die wir in der letzten Folge ja angesteuert haben, um hier ein Fragezeichen mitzunehmen. Ich schaue mich hier auch mal so ein wenig um, ob es hier noch andere nette Sachen zu sehen gibt. Aber es scheint nicht so der Fall zu sein. Ich folge mal dem Weg. Der dürfte uns hoffentlich nach oben führen zu diesem ominösen Fragezeichen. Ich gehe davon aus, dass das ein Ort der Macht am Ende ist. Sonst nichts Besonderes. Hopp, noch einmal hoch. Aber wer weiß, was das Spiel uns als Überraschung bereithält. Man weiß es ja nie bei The Witcher 3. Da ist ja hier immer wieder, ja, neue... was ist denn das? Ein versteckter Schatz. Bisschen Pechdraht, was haben wir hier? Wolfsseil. Ich hab's geahnt. Der Greif. Ein Greif ist es. Seht ihr das, was ich sehe? Das Teil hat doch tatsächlich einen Totenkopf. Hallo, ich bin Level 31. Ziemlich verarschen. Bitte, was? Der hat uns ge-one-hitted, willst du mich verarschen? Ey, was ist denn das für ein... Ah! Leck mich am Arsch! Gut, ich fasse mich kurz, lassen wir die Insel sein. Alter! Da trifft er uns einmal und tot. Wir sind Level 31. Welche Level hatten das Vieh bitte? 50? Leck mich am Arsch! Drecksvieh! Oh Mann. Wo haben wir denn zuletzt gespeichert? Ah, hier. Gut, alles gut. Puh. Ja, dann, tschüss Insel. Ich gehe mal wieder. Ist mir zu riskant hier. Ab in das Boot. Und bloß weg hier. Alter! Level... Was? Ich pack das immer noch nicht, ey. Da ist man hier schon so hoch im Level und... Alter Falter. Ja, willkommen zurück. Wir reisen mal weiter. Das nenne ich mal 3 Minuten. Ja, wir reisen jetzt einfach mal hier rüber und dann reisen wir auf die Insel hier drüben zu diesen Fragezeichen und, puh, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das für ein Vieh, bitteschön? Boah. Ich habe ja damit gerechnet, dass das schwer werden könnte. Ja. Aber dass wir so auseinandergenommen werden. Was ist denn hier los? Da haben wir Quests. Was sind das für Quests? Hallo. 2 Quests. Ich steige hier gerade mal ab. Bastard! Arschloch! Hühneräugiger Schwanz! Du bist tot! Ich wollte ihr nicht wehtun! Wirklich! Hilfe! Hilf mir doch jemand! Hallo! Hilfe! Rettet mich! Ich hoffe, ich helfe jetzt gerade dem Richtigen. Ich höre schon wieder den Greifen da oben rumschwirren. Danke für die Hilfe. Was war denn los? Ah, der Mistkerl erträgt es nicht, dass seine Schwester lieber mit mir in die Veilchenbucht gesegelt ist, als Freya zu dienen. Bitte was? Dann wollte er seine Schwester rächen. Ja, aber ich weiß nicht warum. Ich habe sie zu nichts gezwungen und in keiner Weise verletzt. Ein Skelliger verführt eine Priesterin? Ich dachte... Was denn? Dass wir solche Sachen nicht machen? Nicht jedermann von den Inseln glaubt diesen Unfug über die Götter. Aber das können viele nicht akzeptieren. Und es gibt Fäden. Es ist nicht gerecht. Ich liebe Irma und sie liebt mich. Einst werden wir zusammen sein. Ich finde einen Weg. Was die Logik angeht, steckt die Religion voller Löcher. Das gilt bestimmt auch für die Prinzipien. Die Löcher werde ich finden und den Priesterinnen zeigen. Dann lassen sie mich meine Irma heiraten. Du reist viel, nicht wahr? Wenn du je etwas findest, was mir helfen könnte, bring es mir. Ich werde gut zahlen.
Ich lebe in der Hütte auf der anderen Seite des Vulkans. Mal sehen, was sich tun lässt. Bis dann. Und halt dich von zornigen Brüdern fern. Moment mal eben. Was will der von mir? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sammle Bücher mit Beschreibung religiöser Gebräuche und Präsidenzen und bring sie Eva. Kann ich die auch hier schon geben? Hallo. Ich habe keine Ahnung. Ändere dein Leben. Ein Handbuch für Sture. Das könnte nützlich sein. Ja, gut. Hallo. Hast. Ich guck grad mal, ob ich noch eins habe, aber. Nö. Wenn du je etwas findest, was mir. Ja, ich habe keine Ahnung. Naja, wurscht, wir können weiter segeln. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz. Aber gut, reisen wir einfach mal weiter. Das wissen wir auch, dass es hier noch interessante Bücher Menschen gibt. Gut, auf zum nächsten Fragezeichen, würde ich mal sagen. Hallo? Hallo? Hallo, ich würde gerne ablegen. Hallo. Wieso geht das nicht? Problem. Wo hängen wir denn fest hier? Das kann doch nicht sein. Alter, willst du mich verarschen? Mal ernsthaft, wo hängen wir denn fest hier? Wir sind doch... Nerv. Genau deswegen hasse ich Bootsfahren. Na klasse. Gibt's hier eine Abkürzung zu einem anderen Boot oder sonstiges? Dann gehen wir zu unserem kaputten Boot. Und ganz ehrlich, ich überlege gerade jetzt einfach komplett durchzufahren, ohne die Fragezeichen zu machen. Mein Gott. Scheißboote. Dass die sich festfahren müssen immer. Ich glaube, ich muss echt mal früher von den Booten abspringen oder so. Ich könnte jetzt versuchen, den... ob Art was gebracht hätte. Naja, egal. Ich steige jetzt auf jeden Fall in das Boot. Und mir fehlt immer noch so ein Reparaturdingens. Aber das Boot ist heile, kann das sein? Wieso ist das Boot jetzt wieder heile? Weil wir einmal gestorben sind oder was? Keine Ahnung. Auch jetzt egal. Wir schippern einfach mal weiter. Nachdem wir den komischen Kauz da abgefertigt haben, der da jetzt mit meinem Boot rumspielen kann, das sich scheinbar ominöserweise weiter vom Strand wegbewegt hat. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ich schippe einfach jetzt mal Richtung Fragezeichen und dann immer weiter in Richtung unserer Quest. Ich habe die Befürchtung, dass wir die in dieser Folge nicht erreichen werden. Es sei denn, wir kommen gut durch. Weil ein paar Fragezeichen würde ich dann doch gerne noch abklappern, einfach Interesse halber. Was uns da noch so auf den Inseln erwartet. Da gibt es doch einige nette Gegenden. Ich habe gedacht schon, muss das Fragezeichen nochmal kommen. So, ich hoffe, das sind keine Sirenen. So, steigen wir hier mal ab. Und hinein ins schöne Getüppelmümpel. Eins. Zwei. Ruhe. Du stirbst sowieso. Auch du stirbst noch. Aua. Hier, friss den Bolzen. So. Und schon ist Ruhe hier. Ich tauche nochmal eben auf, weil ich glaube nicht, dass die Luft reichen wird. Auftauchen ist nach oben, Geralt. Danke. So, und nochmal abgetaucht.
Sollten vielleicht warten. Egal, ich schwimme jetzt einfach weiter. Vorwärts, Geralt, Geralt. Nee. So, was haben wir hier? Ein paar Gezuppel. So, dann hier rüber. Was haben wir da Schönes? Aha. Yep, ganz interessant. Da war hier vorne noch eine Truhe. Dort drüben. Also das mit dem Schwimmen, das ist für mich immer noch... Nein. Alter. Boah. Ey, manchmal... So, ein bisschen Sauerstoff bitte, damit wir auch das letzte Truhchen noch mitnehmen können. Mein Gott. Geralt. Also manchmal frage ich mich, was der hier für eine Scheiße zusammenschwimmt. Ehrlich. Ob ich zu blöd dafür bin oder... Ob einfach der Scheiße reagiert auf alles. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hallo, jetzt tauch doch auf, Mensch. Will mich verarschen? Boah. So, wir haben es geschafft. Ein weiteres Fragezeichen mitgenommen. Und dann versuchen wir unser Glück bei der nächsten Insel. Die, glaube ich, direkt da vorne ist. Da haben wir dann direkt zwei Fragezeichen. Dahin. So. Fahren wir mal los. Was? Willst du mich jetzt verarschen? Da war ein Holzbrett. Und weil ein Holzbrett ist, bricht ja das halbe Schiff auseinander, oder was? Na. Schipperei, mal sehen, was uns da jetzt erwartet. Ja, ich könnte auch natürlich die ganzen Inseln da hinten noch untersuchen und... ganz ehrlich, ich würde es wirklich alles gerne tun und werde es wahrscheinlich auch, sobald ich das Spiel durch habe, dann auch noch machen. Aber ich will euch wirklich nicht foltern mit allem möglichen Erkundungskram und... Weil da passiert ja nicht viel. Also es ist ja so jetzt momentan schon sehr ebbe. Da möchte ich euch nicht auch damit auch noch langweilen, weil für euch ist es weniger interessant, schätze ich mal, für den einen oder anderen. Und wir müssen irgendwie ein Gleichgewicht finden zwischen ein bisschen Action und ein bisschen, ja, Erkunden halt. Und ich glaube, zum Erkunden, da würden wir irgendwie 20, 30 Folgen am Stück hier zusammenschustern können und werden immer noch nicht durch. So, wir haben mal ein Schiffswrack mit einer Sirene mal wieder. Kriegsbeute, ja, immer gerne her. Und da sehe ich schon was, gerne einen lustigen Bug mal wieder. Ach, jetzt geben wir die Augen weg, du blöde Kämmer! Verreck doch! Lass ihn, du und du, verreck doch alle! Von hinten, du dummes Vieh! Ah. Aua, aua, ist jetzt mal gut hier, hallo? Hier, fress doch alle Bolzen! Hier, verreck doch, jetzt schubst du mich vom Boot runter. Ist ja wohl nicht wahr. Hier, da, friss das. Und du, das. Drecksviecher. So, haben wir jetzt alle? Ich glaube schon. Was für Drecksviecher waren das denn bitte? Ich höre schon wieder eins. Hier, da. Wusch. Jetzt Ruhe hier. Ich will nichts mehr hören von euch. Ist ja unglaublich. So. Ich suche Kriegsbeute, meine Freunde. Ich tauche nochmal eben auf. Ich weiß nämlich nicht genau. Ja, zum Tauchen sollte man auch die richtige Taste drücken. Zum ersten Mal, dass ich mich nicht über Geralt aufrege, sondern über mich selber, aber egal. Da vorne ist was.
Okay, viel Gezumpel mal wieder. Komm mal hier wieder raus. Hallo, Geralt, jetzt schwimm doch mal! Alter, wo hängt der denn fest? Ey, das ist unglaublich. Jetzt saufen wir gleich hier ab, weil er hier festhängen oder was? Oh, ich hoffe mal, das war alles von dem Schatz. Oh, Geralt, da ist noch eine Planke jetzt! Oh. Oh. Mann! Wären wir fast ersoffen, weil wir an irgendwelchen Holzkanten hängen bleiben. Unglaublich! So, hier liegen überall die komischen Viecher in der Gegend rum. Und dann schauen wir mal, ob wir auch das Fragezeichen auf der Insel noch begutachten können, während wir langsam in den Abend hineinwandern. Vorne sehe ich schon wieder Leute von diesen sechs Viechern, ey. Ich kann kotzen. Wie ich diese Viecher hasse. So, hier können wir, glaube ich, an Land gehen. Da tun wir das doch auch mal. Nein, 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 nein. Ja, das ist ja. Oh, ein paar Ertrunkene. Guck mal her, meine Freunde. Oder zumindest eine Art der Ertrunkenen. So. Und hier soll sich jetzt irgendwo ein Schatz befinden. Ja, dann schauen wir doch mal. Ich gehe mal auf den Berg hinauf. Das schreit ja förmlich danach, dass hier oben was ist. Und da sehe ich schon. Was haben wir denn hier? Ich höre da noch irgendwo ein Monster. Das war wohl noch nicht alles. Da ist der andere Schatz, den wir da forten. Oder ist das... Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich gehe mal hier rüber noch. Schaue mich hier noch ein bisschen um. Moment, kann man da hinten rein? Schwierig. Scheint nicht zu funktionieren. Nee, scheint nichts mehr auf der Insel zu sein. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich darauf geachtet, ob... der Marker weggegangen ist. Aber es scheint so. Schön, schön, dann können wir direkt weiter segeln. Weiter segeln, Geralt. Danke. Ja, geh doch noch langsamer. Ja, wohin? Wohin des Wegs? Wie sieht's denn aus auf dem Weg dahin? Wir könnten jetzt hier oben noch hin, aber ganz ehrlich, ich segel jetzt schnurstracks dort rüber. Nimm dieses eine Fragezeichen noch mit und dann sind wir auch schon bald da, wo wir hinwollen. Hinein in den Sonnenuntergang. Ist da vorne einfach so ein Schiff auf hoher See. Könnte man ordentlich auch mal hin. Wäre auch mal sehr interessant zu sehen. Aber dazu habe ich ja gerade schon was gesagt, was hier alles so interessant zu sehen ist. Ach ja, da könnten wir Folgen mitfüllen und komplette Let's Plays machen. Das nennen wir dann Erkundung von Skellige und Temerien und ach, schieß mich tot und die schöne Welt von The Witcher 3. Ich glaube, so könnte man dieses Let's Play nennen. Einfach mal abseits des ganzen Story-Mummaburiums und ich überlege gerade, ob wir das Fragezeichen da vorne überhaupt holen, weil wir könnten, glaube ich, hier vorne an Land gehen und dann versuchen, die Berge hinaufzukommen. Das könnte, glaube ich, auch funktionieren. Und ich sehe da schon wieder lauter Viecher. Ich könnte schon wieder kotzen. Diese Drecksviecher, die gehen mir ja so tierisch auf den Sack. Ah, hau doch ab, du dämliche Sirene. Geh mir nicht auf die Zwiebel. Ich gehe da mal hier vorne an Land. Hoffe, dass sie mein Schiff soweit in Ruhe lassen. So, Speakerog erreicht.
Naja, fress dich an meinem Bootsack, du blöde Fetze da. Entschuldigung. Bist du hässlich. Oh, diese Drecksviecher. Tut mir leid, die gehen mir hier doch tierisch auf den Sack. Egal, was das für welche sind, ob Sirenen sind, ob Ekimen oder wie auch immer die sich alle schimpfen sind, das ist mir sowas von egal, die sind aber tierisch nervig. So, jetzt schaue ich mal, ob ich hier irgendwie hochkomme. Bin mir da gerade nicht so sicher, aber ich probiere es einfach mal, ob wir vielleicht querfeldein zu unserem Questziel kommen. Ich sehe schon Häuser direkt vor uns. Mal nach oben scheint es hier nicht wirklich zu gehen. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Funktioniert nicht so geil. Geh mal halt hier außen rum. Ich schippe jetzt nicht mehr mit dem. Ach komm, leck mich doch am Arsch, ihr Drecksviecher. Was? Stirb! So, hier kommen wir aber hoch, oder? Ja, das funktioniert. Na, Gott sei Dank. Was haben wir denn hier schon wieder für eine Quest? Moment, ganz kurz. Ich gehe mal eben kurz hier rüber. Was machen wir dann? Was ist hier los? Hallo? Ich würde gerne... Ah. Druiden können euch bei Erscheinungen nicht helfen. Ach, du bist wohl besser? Halt die Klappe. Er ist besser als alle. Das ist ein Hexer. Hör mal. Es geht um unsere Arena. Da spukt eine Erscheinung. Wir wissen nicht, wie man sie los wird. Kannst du was unternehmen? Ja, klar. Diese Erscheinung, mit der werde ich vermutlich fertig. Ich brauche die Details. Was willst du wissen? Was wisst ihr über den Geist? Wann ist er zum ersten Mal aufgetaucht? Mein Großvater hat gesagt, dass die Erscheinung seinem Großvater zufolge Ulle der Unglückswurm hieß. Er verlor jeden Kampf, erholte sich aber immer von seinen Wunden. Ulle konnte nicht einmal sterben wie ein Mann. Bis Jarl Torma eines Tages ein Turnier in der Arena ausrief. Damals wurden die Gegner ausgelost und der Jarl musste gegen Ulle den Unglückswurm antreten. Der Jarl war so siegessicher, dass er Ulle verhöhnte und der Lächerlichkeit preisgab. Bis sich die Leute auf den Rängen vor Lachen bepissten. Schließlich hob er sogar triumphierend die Arme und da steckte ihm Ulle, der es nicht mehr ertrug, einen Dolch in den Rücken. Im Sterben verfluchte Torma Ulle. Mögest du immer wieder verlieren, endlose Jahrhunderte lang. Das sagt er. Und seitdem spukt Ulle in der Arena und will kämpfen. Manchmal gelingt ihm das auch. Du meinst, es haben schon Leute versucht, ihn zu besiegen? Soll das ein Witz sein? Jeder besiegt ihn. Aber der arme Kerl kommt immer wieder zurück. Darum können wir ja auch keine normalen Kämpfe ausrichten. Ja. Was ist das für eine Arena? Eine ganz gewöhnliche. Hier haben die besten Krieger ihre Kräfte gemessen. Spikeroger Kämpfe waren in ganz Gellige berühmt. Bis eines Tages eine Erscheinung auftauchte. Woher weißt du das? Ich hab doch gesagt, er ist ein Hexer, ein kluger Mann. Der weiß sowas. Ja. Na gut, ich kann versuchen, diesen Geist auszutreiben, aber nicht kostenlos. Wenn du es schaffst, zahlen wir dir die Siegesprämie. Und einen Teil unserer zukünftigen Einnahmen, wenn der Fluch gebrochen ist. Und die Kämpfe wieder laufen. Findest du es nicht etwas übertrieben? Doch, etwas, aber drauf geschissen. Wenn der Hexer mit der Erscheinung fertig wird, hat er einen Anteil verdient. Sehe ich ganz also genauso. Gut. Aber nur einmal. Klingt vernünftig. Wartet hier auf mich. Es dürfte nicht lange dauern. Ja, dann schauen wir doch mal. Meister der Arena. Jetzt haben wir direkt zwei Arena-Quests. Also direkt zweimal hier hin. Pass bloß auf, Fremde. Willst du hier um den Meistertitel kämpfen? Mhm. Da musst du wohl warten. Die Arena ist wegen eines gewissen Vorfalls geschlossen. Es müssen Untersuchungen stattfinden und Schlüsse gezogen werden, damit sowas nicht wieder vorkommt.
Ja, da haben wir direkt zwei Quests mit einem Ziel und würde ich mal sagen, wo haben wir denn hier die Quests? Die haben irgendwie beide Meister der Arena, finde eine Möglichkeit, Ulle ins Jenseits zu schicken, sprich mit den Dörfler über das Problem in der Arena und fliegende Fäuste. Ja. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Reden wir mal mit Ulle. Willst du gegen den Geist der Arena kämpfen? Keine Sorge, gegen Ulle, den Unglückswurm, gewinnt jeder. Aber erspar mir deine Sprüche. Stirb, Geist, und ich werde dich besiegen, Geist der Arena und so. Das habe ich schon zu oft gehört. Ich ertrag's nicht mehr. Du bist kein typischer Geist. Warum nicht? Weil ich dich nicht verfluche und dir mit dem Tod drohe? Sowas langweilt mich einfach. Außerdem weiß ich eh, wie's laufen wird. Du beleidigst mich und spießt mich mit dem Schwert auf. Ich verschwinde und bin nach ein paar Tagen wieder zurück. Aha. Und genauso wird es mit allen sein, die nach dir kommen. Das ist mein Schicksal. Ich muss bis zum Ende der Welt hier bleiben und jeden Kampf verlieren. Wie ist es, wenn du mal gewinnst? Aber du bist nicht hier, um zu reden. Zieh dein Schwert, schlag zu und besiege den Geist der Arena. Ich probiere mal was aus. Zieh deine Waffe. Waffe ziehen, Waffe ziehen, aber mach schnell und ohne viel Drama, wenn's geht. Los, erschlag mich. Händel. Du hast es geschafft, bravo. Ich bin bald wieder zurück. Bis dann. Also ich glaube, wenn wir den uns besiegen lassen, dann müsste doch der Fluch gebrochen sein, oder nicht? Das war sinnlos. Andere vor mir haben Ulle besiegt und er ist immer wieder zurückgekehrt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Wäre zumindest meine Idee jetzt. Gut. Ja, da werden wir in der nächsten Folge dann mal schauen, das mit den Dörflern sprechen ein wenig und dann überlegen wir uns das Ganze noch einmal, wie wir die Sache angehen. Wie gesagt, ich schätze mal, indem wir ihn uns besiegen lassen, ist der Fluch gebrochen. Hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen warten sollen, nur ich wollte jetzt nicht sterben, das wollte ich nicht riskieren. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, wie das Ganze weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal hier bei The Witcher 3, der wilden Jagd.